ich glaube, eine der intensivsten und besten Pressing-Mannschaften der letzten Jahre. Ja, auch wenn sie aktuell ein paar Probleme haben, die braucht man nicht verhehlen, das ist klar, das sieht jeder und weiß jeder auch. Aber insgesamt ein wirklich schwierig zu spielender Gegner, weil sie dir keine Luft geben, ja, weil es jedem Spiel gegen Leverkusen sehr intensiv ist, sehr enges Spiel. Oftmals geht es um die Zweikämpfe, die dann im Mittelfeld gewonnen wird, der Ball, der rausgelöst werden kann. Wer kann sich da behaupten? Wer bringt den zweiten Pass dann noch zum Mann und kriegt dann Luft, um vielleicht Überzahlsituationen auch zu bekommen? Aber es geht in allererster Linie da wirklich um die engen Situationen. Und da wird es viele mit Sicherheit geben hier auch. Und es wird ein ganz, ganz intensives Spiel, da bin ich ganz sicher. Körperlich macht er einen sehr guten Eindruck, hat uns da sogar überrascht, muss ich sagen. Erste Trainingseinheiten waren jetzt auch positiv. Entscheidend ist ja, wie schnell du dich dann auf so eine andere Art und Weise Fußball zu spielen einlassen kannst und wie du dich da zurechtfindest. Kann ich jetzt keine genaue Aussage machen. Ich wünsche mir und hoffe mir natürlich, dass er schnell uns auch verstärken kann, aber ich habe das von Anfang an auch so eingeordnet. Wir haben jetzt hier einen 21-jährigen Brasilianer, der sicherlich nicht auf einen Schlag unsere gesamte Problematik beheben kann, sondern ich bin in erster Linie froh, dass ich einen weiteren Spieler im defensiven Mittelfeld habe. René ist jetzt wieder voll im Training, das ist richtig. Heute haben wir noch eine Trainingseinheit, die will ich mir noch in Ruhe anschauen und danach eine Entscheidung treffen. Sie glauben mir das wahrscheinlich nicht, aber ich mache mir da jetzt gerade echt noch keine Gedanken drüber, weil wir haben mit Sakai unseren Kapitän Nummer 1, wir brauchen mehrere Spieler, die Verantwortung übernehmen, und wenn dann feststeht, mit welcher ersten Elf wir auflaufen, dann schauen wir, wer in dem Spiel die Kapitänsbinde trägt, aber wir brauchen mehrere Leute, die dann wie Kapitäne auftreten in so einem Spiel, in so einer schwierigen Partie, und da ist es völlig unerheblich eigentlich, wer zum Schluss die Binde dran hat. Ich habe in den letzten Wochen immer das Gefühl gehabt, dass wir eine gute Unterstützung hatten, eine richtig gute, und die sehr wichtig war. Und vor allen Dingen jetzt auch, wie ich es gesagt habe schon, wir haben 9 Heimspiele bis Saisonende in der Bundesliga. Und die müssen wir wirklich, da müssen wir mit unseren Fans zusammen alles reinhauen, was irgendwie möglich ist. Und jeder, der irgendwie uns da unterstützen kann, ist da aufgerufen, uns auch mitzutragen. Ja, es wird nicht einfach werden, aber wir wollen vor allen Dingen natürlich auch der Auswärtsspiel nicht vergessen, aber vor allen Dingen auch zu Hause. Wenn du so viele Heimspiele noch hast, müssen wir zu Hause zuschlagen. Da müssen wir unsere Punkte machen.